Guten Morgen, ich bin auferstanden. Ich habe eigentlich relativ gut geschlafen. Bin vielleicht zwei, dreimal wach geworden. Und mitten in der Nacht habe ich hier so eine Hyänengeräusche gehört. Von irgendwie zwei Tiere. Ich weiß nicht, was das für Tiere waren. Die haben sich versucht, irgendwie so zu verständigen und so weiter. So ungefähr hat sich das angehört. Keine Ahnung, was das für Tiere waren. Vielleicht große Vögel oder sowas. Weiß ich nicht. Aber gut, jetzt. Jetzt gleich hier Zelt. Innere rein rausräumen. Zelt zusammenbauen. Kaffee trinken. Zähne putzen. Ja, Wagen aufbauen. Und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. So. Meine Wurfzeltinnereien sind ausgelaufen. Jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Mein Wurfzelt ist zusammengebaut. So, ich werde jetzt Kaffee machen mit diesem Kochsystem. So, Kaffee ist fertig. Ja, das ist voll cool, so hier in der Na Natur hier rumzutrinken, also Kaffee zu saufen und sowas. Das hat schon was. Es ist eine geile Location hier. Hier weit und breit, wo hier überall nur Wald ist und so. Und ach ja, ich habe eben gerade etwas kaltes Wasser hier drauf gemacht auf diesen Kaffee. Weil hier, das ist der Thermos hier von diesen, wie heißen die Dinger nochmal? Von diesen Thermosflaschen, diese Deckel, das ist das. Das hält diesen warmen Wasser, dann diesen heißen Wasser viel länger warm. Und damit ich den direkt trinken kann, deswegen habe ich da kaltes Wasser drauf gemacht. Damit ich mich nicht verbrennen oder so. Ich kann diese Tassen ja voll cool zum Glühwein oder sowas empfehlen. Weil das ist immer voll scheiße, wenn irgendwie in der Winterzeit das ganz kalt ist, dass der Glühwein immer ganz schnell kalt wird. Deswegen kann ich das mega empfehlen mit diesen Tassen. Aber jetzt, wenn man morgens früh zum Kaffee trinken nicht so viel Zeit verschwenden will, dann auf jeden Fall etwas kaltes Wasser drüber schütteln und gut ist, fertig. Das ist Kaffee trinkbereit. Zum Kaffeesaufen. Und wenn ich diesen Kaffee dann gleich ausgetrunken habe, dann wisst ihr, glaube ich, Bescheid, was ich gleich für einen Stunt mache. So, die Sachen sind gepackt. Ich bin fertig. Und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. So, ich bin gestartet. Und hier, guckt euch mal meine Mülltüte an, wie. Diese ganzen Bierflaschen drin und noch mehr Müll und alles am Müll, was ich gemacht habe. Der hängt hier rum, der nervt mich. Der macht Gewicht und so weiter. Aber darauf werde ich erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Extra, damit der Mülltüte gleich noch voller wird, damit da noch mehr nervige leere Bierflaschen da rumhängen. Aber ein Scheißwagen. Deswegen habe ich gerade Bier aufgemacht. Und jetzt
Ich schau mal auf meinen Scheißzettel. Hier steht Bassum drauf. Da muss ich als nächstes hin. Also ich war gestern Syk oder wie man das nennt und jetzt nach Bassum. Weil das auf meinem Zettel drauf steht. Deswegen laufe ich da jetzt hin. Bier trinken sogar. Und da hier diese Bierdecke natürlich auch wegschmeißen. Diesen schweren, dreckigen Müllsack. Guck mal, da hinten, da sind ganz leichte Hügel, sieht das von mir hier optisch aus. Weit und breit von Bremen gibt es sonst gar keine Hügel und so weiter. Und ich wusste gar nicht, dass hier irgendwelche Hügel existieren. So sind ganz Minimalerhebungen, würde ich mal sagen. Finde ich gut. Kann ich mir das angucken, wie die hier so sind, diese Hügel. Wie die ganz, ganz minimal so kommen. Also genau, dass hier diese Hügel existieren. Ich befinde mich gerade in Bramstedt und der hier, guck mal, da oben. Da steht drauf, Bassum, 5 Kilometer oder so. Das steht da drauf. Das heißt, dass ich noch 5 Kilometer brauche, bis ich in diesen Bassum angekommen bin. Hier, Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann hier meinen nervigen Müllsack hier rausmachen und hier reinstellen. Und jetzt kann ich einen neuen Müllsack auf meinen Wagen drauf machen, damit später dann noch mehr Bierflaschen da reinkommen. Nee, das Wetter ist wieder voll cool, weil hier, ich konnte mein Oberteil, mein Fummel, mein Bier-Power-Shirt ausziehen. Bier-Power-Tanktop meine ich jetzt. Genau, extra damit noch mehr D3 Shepherd kommt. Weil ich finde das voll cool, wenn der D3 Shepherd. Autobahnbrücke mit ganz viel hier Fahrzeuge, LKWs und Autos und so weiter. Diese ganzen hier, also die Sachen, die hier diese ganzen Abgasen machen. Und hier, ich habe vorhin auch Abgase gemacht. Hier steht ein Ortsschild mit Bassum dran. Das heißt, ich bin angekommen und hier, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einer Tankstelle oder Gaststätte oder sowas, hier, wo ich mit ganz viel Bierschissgeruch reinscheißen kann, weil ich muss das machen. Genau, dazu benutze ich das gleich, wenn ich was gefunden habe. Aber hier vorne steht drauf so ein Schild, 1 Minute ist Meckes entfernt. Das heißt, vielleicht könnte ich dort zum Scheißen nachfragen. Oder nee, ich gehe einfach rein. Genau, das mache ich so. So, ich habe hier diesen McDonald's gefunden. Und jetzt werde ich da mit ganz viel Bierschissgeruch reinscheißen gehen. Und wenn das passiert ist, erfolgreich, dann werde ich da so ein bisschen was zum Fressen holen. Damit ich, ja genau, Mittagessen. So, ich habe gerade genau das durchgeführt, was ich durchführen wollte. Und genau, und so irrsinnig das klingt, ich darf da in diesem McDonald's nicht drin essen. Das finde ich voll scheiße. Und deswegen bin ich jetzt hier draußen, habe ich hier meinen Stuhl aufgeklappt und werde jetzt hier, ich habe mir so ein Eis gegönnt, den werde ich jetzt fressen. Und ich habe hier, wie heißt das nochmal, 2 Cheeseburger und ein Chicken Burger gegönnt. Das werde ich hier auch in der Öffentlichkeit fressen. Genau. Das mache ich jetzt. So, Eis habe ich in mich reingemacht und ich habe schon lange kein Eis von McDonald's, also dieser McSundae, in mich reingemacht. Und ich muss sagen, früher da gab es noch Erdbeergeschmack, heute gibt es eine rote Grütze, das weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ich fand Erdbeergeschmack voll cool früher. Und dass der Waffel hätte und sowas, das vermisse ich irgendwie. Aber egal, ist halt so.
Und jetzt, und deswegen jetzt erstmal einen Chicken Burger fressen. Ich finde, der schmeckt genauso wie früher auch. Also unverändert. Und jetzt Hamburger fressen. Ich finde, Hamburger schmeckt unverändert. Im Gegensatz zu den ganzen Jahren. Ja, zumindest merke ich keinen Unterschied. Na egal. Wenn ich den hier gefressen habe, dann noch einen Hamburger Cheeseburger essen. Aber wenn das passiert ist, dann Bier trinken, weiter zugelaufen. Hier, ich bin hier in diesem Rewe Getränkemarkt. Ich werde hier jetzt Bier und sowas kaufen gehen. Nachschub holen, weil ich habe nur noch ein Bier hier. Genau, das mache ich jetzt. So, ich bin gerade einkaufen gegangen und ich habe mir Folgendes gekauft. Hier ein stilles Mineralwasser, weil ich habe kaum noch davon. Dann hier ein, wie heißt das Ding nochmal? Eistee zum jetzt trinken. Und hier zwei Bier, ein Wickkühler, also zwei 6er-Träger Bier. Ein Wickkühler und hier ein Kromba, weil der hier kühl war. Damit meine ganze Kühltasche kühl wird, deswegen habe ich den vom Kühlschrank geholt. So, und jetzt einpacken und dann weiter zu gelaufen. Hier, ich habe ein Auto fährt hier rein. Ich habe hier, guck mal, mir ist gerade aufgefallen, dass ich kaum noch Spiritus habe für mein Kochset. Zum später Fleisch braten und sowas. Und morgen früh wieder Kaffee machen. Und hier, guck mal, ich habe hier eine Tankstelle gefunden. Ich glaube, ich werde da jetzt fragen, ob man da Brennspiritus kaufen kann. Dieses hochprozentige Alkohol. Und deswegen gehe ich da jetzt rein und mache das. Genau, damit ich das habe. So, ich bin gerade von dieser Tankstelle rausgelaufen und ich habe mir gerade Brennspiritus gekauft. Und ey, das war echt überteuerte 3,95 € gewesen. Das war viel zu teuer gewesen. Ich wollte mir das eigentlich beim Getränkemarkt holen, aber da war das ausverkauft gewesen. Und deswegen habe ich das jetzt hier gekauft, dieser Brennspiritus. Ja, trotzdem, voll scheiße, dass das so viel gekostet hat. Aber egal, ich habe jetzt Brennspiritus genau, ihr wisst schon wofür. Hier, guck mal, hier ist Bass zum Ende. Und da steht drauf, 7 Kilometer bis Twistringen, da wo ich durchlaufen will. Aber hier, guck mal, hier oben, da ist ein Fahrradweg, da steht drauf, 10,1 Kilometer bis Twistringen. Und ich glaube, ich nehme den Fahrradweg, weil ich habe gerade keinen Bock drauf, die ganze Zeit hier die ganzen 7 Kilometer diese beschissene Straße hier zu laufen, diese Bundesstraße. Und dann diese ganzen Fahrzeugen und Autos und LKWs und so weiter zuzuhören, die werden mich dann die ganze Zeit nerven. Und deswegen laufe ich ein paar Kilometer mehr bis zum Twistring und zwar nach Dahlak. Guck mal, dieser lange sonnige Weg ohne Bäume oder sowas, sondern mit ganz viel Sonne dran und lang, der führt nach Twistring oder so. Und deswegen begehe ich den jetzt. So, ich sitze hier gerade mitten in nirgendwo auf so einer Steinbank hier aus so einer Feldlandschaft mit gekühltes, genüssliches Bier. Genau, hier, so eine Feldlandschaft ist das hier. Und ganz viele, Felder und sowas. Hier, guck mal, ich habe noch nie so eine Traktormaschine hier wie das hier gefunden. Hier nicht nur 4 Vollfettreifen, sondern mit 3 Vollfettreifen.
Das ist diese Traktorenmaschine, die hier rumsteht. Hab noch nie sowas gesehen, mit 3 Reifen anstatt mit 4. Also nicht mit 3 Reifen, sondern mit 3 Vollfettreifen. Guck mal, dieser Insekt hier vorne, der sieht voll fett aus. Und wisst ihr, warum der so fett aussieht? Weil der so fett ist. Guck mal da hinten. Ich habe da hier Scheißgeruchmaschine gefunden. Das wird hier dann bald rumfahren und Scheißgeruch produzieren. Aber mit hier Nährstoffeffekt. Ich bin gerade ein paar Meter gelaufen und guck mal da ganz hinten diese Scheißgeruchmaschine. Die bewegt sich gerade. Die fährt rum und produziert das. Das macht das jetzt gerade. So, noch einen widerlichen Scheißkilometer, bis Twistring kommt. Und wenn ich da angekommen bin, dann laufe ich da durch. Und wenn das passiert ist, dann wird das immer später und immer mehr dunkle kommt. So, dass ich dann irgendwann hinter Twistring mir so ein Wildcamp-Zeltplatz suchen mache. Genau. Hier, ich habe dieses Twistring gefunden. Und guck mal, da vorne ist ein Ortsschild, der so steht, wie er da steht. Und deswegen werde ich auf diesen Ortsschild jetzt Bierpower machen gehen, weil der so alleine steht. Bierpower! Weil hier, guck mal, je mehr Ortschaften ich durchgehe, die auch etwas größer sind oder so kleinstadtmäßig oder so, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Weil hier, ich werde jede Ortschaft natürlich in der Beschreibung drauf schreiben. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Leute, die hier nach der eigenen Ortschaft suchen, dann auf mein Video drauf stoßen und dass ich dann viel stärker in der Suche gefunden werde. Deswegen will ich auch diese Ortschaften durchlaufen und so weiter. das ist hier. Das ist Marketing. So, ich laufe jetzt ja hier durch Twistring durch oder so. Und jetzt hier nach Richtung Wächter oder so laufen. Als Zwischenziel. Hier gibt es Sparkassen und Apotheken und sowas. Und noch mehr Sachen. Da ganz hinten ist sogar Aldi. Yeah. Guck mal, da oben, da sind ganz viele Vöglein und Vöglein-Nester. Guck mal, hier noch so ein Baum mit ganz viele Nester mit Vöglein drauf, die dann die ganze Zeit runterscheißen und sowas. Von da oben hier runter auf diese Erde, wo hier Menschen und Fahrzeuge rumlaufen. Genau. Deswegen sind die da oben aufgebaut. Guck mal, da ganz hinten ist Zug und sowas. Das ist voll lang und weiß und sowas. Genau, der fährt da hinten rum. Da hinten, da kommt langsam Dämmerung. Also sprich, das dauert nicht mehr lange, bis dann bald irgendwann Dunkle kommt. Und ich bin jetzt die ganze Zeit hier auf dieser nervigen Bundesstraße. Ich laufe hier irgendwie nach da lang irgendwie die ganze Zeit. Aber hier geht irgendwie so ein Weg rein und da ganz hinten sind Bäume und sowas. Und ich habe mir überlegt, hier, wie heißt das nochmal, vielleicht auch da lang zu laufen, vielleicht kommt da irgendwie, vielleicht kann ich da hinter den Bäumen da rumschlafen oder so heute Nacht. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich begutachte das mal kurz, diesen Weg da hinten. Hoffentlich führt er mich auch dahin, da ganz hinten hin, wo Wald ist und sowas. Weil hier ist sonst überall Feldlandschaft. So, ich bin jetzt hier und guck mal, da drüben sind Bäume. Aber wenn man nach da ganz hinten weiter guckt, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber Hauptsache ich sehe das. Da ist ein riesiger Scheißebecken.
Und dahinter irgendwie so ein Bauernhof. Und diese Straße hier, die sieht irgendwie häufiger befahren aus. Von Traktoren und so weiter. Deswegen wäre ich da hier diesen Waldstück dann nicht pennen. Und deswegen dachte ich, hier vorne hinlaufen, weil da sind noch mehr Grasen. Das sieht so aus, als wenn das nicht so oft befahren ist. Und dann laufe ich bis da ganz hinten und da sollte irgendwie vielleicht ein Pennplatz sein für mich. So ein Wildcamp-Zeltplatz. Zwar nicht der beste, nicht so geil wie letzte Nacht, aber ja, warum nicht? Weil ich habe gerade keinen Bock drauf, irgendwie dann später, wenn ganz dunkle da ist, dann mit meiner nervigen Kopflampe die ganze Zeit suchen zu gehen oder so. Deswegen lieber jetzt, bevor das komplett dunkle kommt, werde ich mich irgendwo meinen Wildcamp-Zeltplatz einrichten. So, ich bin von da ganz hinten, wo die Straße da ganz hinten ist, hierher gelaufen. Und ich habe ganz kurz einen Schreck bekommen, weil hier so ein Bach ist. Aber guck mal, da vorne. Da geht's rüber, da kann ich rüberschieben, mein Scheißwagen. Und dann mich da hinten, wo die Bäume sind, verstecken. So, ich habe jetzt meinen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und jetzt werde ich da auf mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mein Wurfzelt aufgebaut. So, hier, mein Schlafplatz ist bereit. So sieht das hier von innen drin aus. Hier mein Schlafplatz. Hier vorne liegt mein fettiger Schlafsack und darunter diese Isomatte und da die ganzen anderen Sachen und sowas. Genau, und ich sitze jetzt hier auf meinem Kackstuhl so ein bisschen rum. Also auf diesen Stuhl hier. Und trinke Bier und werde dann bald noch ein bisschen was zum Fressen machen. Glaube ich. Ich habe irgendwie gerade nicht so viel Hunger. Ich weiß auch nicht warum, aber mal gucken. Entweder mache ich gleich noch mal was zum Fressen oder eben halt nicht. Also hier diese Frikadellenbrötchen, wisst ihr? Da ich ja noch zwei Stück davon. Aber guck mal hier. Ich habe heute nur 26,1 Kilometer zurückgelegt. Also 2 Kilometer weniger wie gestern. Also sprich, ich habe das heute ein bisschen entspannt gemacht. Genau. Deswegen habe ich heute nur 26,1 Kilometer zurückgelegt. Und ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie so kalt geworden, dass ich jetzt 2 Pullovers und meine fettige Winterjacke anhabe. Das war jetzt gerade irgendwie so ein Zyklus von, keine Ahnung, von vielleicht nur einer Stunde oder so. Vor einer Stunde da lief ich im Oberkörper. Vor einer Stunde lief ich einen freien Oberkörper rum und jetzt sitze ich hier in der Jacke rum. So, ich bin zu faul dafür, Frikadellenbrötchen zu machen. Und weil mein Hunger sowieso nicht so groß ist, um irgendwie was Richtiges zu fressen, werde ich jetzt hier, guck mal, ich habe hier von zu Hause geschmierten Brot mitgenommen. Diesen werde ich jetzt fressen. So, ich bin jetzt in mein Zelt drin und in meinen Schlafsack eingedrungen und ich werde jetzt so langsam schlafen legen. Gute Nacht, bis morgen. Scheiße, jetzt ist dieser Rad hier komplett kaputt. Jetzt muss ich diesen Gummi von diesem Rad hier abmachen. So, und jetzt, weil ich diesen Gummi hier abgemacht habe, fahre ich jetzt nur auf Felge.